Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich den Mut und das Vertrauen hatte, eine für mich so heilige Aufgabe, die meditative und heilende Begegnung mit Christus zu gestalten. Ich bat Christus, mich zu führen. Hier folgt die Christus-Meditation. Das Christuslicht ruht in deinem Herzen und wartet darauf, dass du es entfachst. Ich wünsche dir heute einen Wendepunkt in deinem Leben. Das Aufwachen dieser heilenden Christuskraft in deinem Geist. Das Fühlen der lebendigen Urquelle in deinem Herzen. Dieses strahlend goldene Licht, welches die Wurzel allen Seins ist, möchte dich führen, dich heilen und dir ein neues Bewusstsein schenken. Für diese Kraft gibt es kein Unheilbar. Du bist eins mit dieser Quelle. Diese Schöpferkraft liegt in dir verborgen. Christus ist diese Schöpferkraft. Öffne dich für ihn. Nun nimm den inneren Frieden auf. Setze oder lege dich bequem hin. Überkreuze nicht die Beine. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel oder neben dich. Bevor du mit der inneren Reise beginnst, ist es sehr wichtig, dass du dich von allen Belastungen trennst, dass du alles, was dir Kummer bereitet und nicht zur Harmonie gehört, abgibst.
Stelle dir vor, dass sich vor dir zwei göttliche Hände wie eine Schale öffnen. Du legst alles hinein, wovon du dich trennen möchtest. Und von nun an bist du nicht mehr zuständig. Du bist frei. Es liegt in Gottes Hand. Vater, dein Wille geschehe. Nun bist du offen, um dich auf eine kraftvolle innere Reise zu begeben. Schließe deine Augen und atme ruhig und tief. Der innere Friede ist die Wurzel aller Heilung. Bei jedem Einatmen fließt sein Frieden in dich hinein. Spüre es. Deine Gedanken werden weniger. Dein Geist beruhigt sich nach und nach immer mehr. Bitte jetzt den Christus, dich im Herzen zu führen, damit das, was du brauchst, für dich geschehen kann. Überlasse ihm den Weg. Spüre mit jedem Atemzug, wie du stets tiefer und tiefer in dein Inneres gelangst. Aus der Mitte deines Herzens strahlt ein kleines inneres Licht dir entgegen, das dir den Weg beleuchtet. In deinem Herzen existiert ein sicherer Ort, eine Kammer, die in direkter Verbindung zum Christuslicht ist, der Quelle der Schöpfung. Wenn du in diesem Raum angekommen bist, erspüre ihn zuerst. Wie sieht er aus? Ist es ein lichtvoller Raum? Groß oder klein? Oder vielleicht eine Wiese? Oder ein anderer Lieblingsplatz von dir?
Fühle die Geborgenheit, die dich umgibt, von allen Seiten und die Liebe, die dich durchströmt. Lasse dich fallen an diesen sicheren Ort. Bitte Christus, dich auf eine Reise im Geiste mitzunehmen. Du siehst, dass deine sichere Kammer von strahlend goldenem Licht umhüllt ist. Dieses Licht spendet dir Liebe, Kraft und Weisheit. Es ist die Rückverbindung zur Quelle deines ganzen Seins. In dieser goldenen Hülle bildet sich vor dir ein goldenes Tor, das dich stark anzieht, und du spürst, dass du es öffnen sollst. Eine atemberaubende Landschaft liegt vor dir. Schau sie dir genau an. Wiesen übersät mit kostbaren Pflanzen, die in leuchtenden und kraftvollen Farben ihre Schönheit zeigen. Jede Pflanze ist von leichtem Licht umgeben, das scheinbar aus ihrem Inneren herausströmt. Vögel und Schmetterlinge tanzen in großer Vielfalt um dich herum, erfreuen deine Augen, und dein Herz beginnt langsam zu singen. Himmlischer Duft ist um dich herum. Du hörst klangvolle Sphärenmusik, die deine Seele mit seliger Stimmung erfüllt. Alles, was dich umgibt, ist in strahlendes Licht eingehüllt. Genieße diesen Augenblick in vollen Zügen und nimm die himmlische Schönheit in deinem Herzen auf. Nicht weit von dir entdeckst du einen kleinen Pfad mit goldenem Sand. Du folgst ihm.
Nun kommst du an einen Bach, über den eine goldene Brücke führt. Das Wasser glitzert und leuchtet in silbrigen Farben. Du läufst über die Brücke und ein leichter Hügel liegt vor dir. Eine goldene Treppe führt hinauf nach oben. Du gehst mit kindlicher Leichtigkeit und großer Freude im Herzen, Stufe für Stufe zum Gipfel. Am Ende steht ein Haus im Sonnenlicht. Schau dir dieses Haus genau an. Ist es groß, klein, eine Hütte oder sogar ein Palast? Du kennst es. Vor diesem Haus wächst ein ungewöhnlicher, alles überragender und goldenes Licht ausstrahlender Baum. Der Baum der Liebe, die Quelle des Lebens. Er ist stattlich, der Baumstamm sehr breit, die Baumkrone üppig ausladend, voller weißer Blüten, die himmlischen Duft ausströmen. Seine kräftigen Äste hängen beschützend nach unten, zur Erde geneigt. Der sanfte Wind spielt mit den Blättern und liebliche Klänge verströmen sich ins Weltall. Von dem Baum geht extrem starke Kraft aus. Kraft, die du als bedingungslose Liebe spürst. Und diese Liebe zieht dich an wie ein Magnet. Du näherst dich dem Baum und deckst unter der prächtigen Baumkrone eine weiß gekleidete Lichtgestalt, an Baumstamm angelehnt sitzen, die von strömend goldener Aura umgeben ist. Sein Herz ist die Quelle des goldenen Lichtes, das sich unaufhörlich in die Welt ergießt. Es ist Christus selbst, der hier auf dich wartet.
du spürst ein bedingungsloses Angenommensein. Etwas, was du in dieser Stärke noch nie erlebt hast. Christus schaut dich mit strahlenden und liebenden Augen an und streckt dir seine Hände entgegen. Du weißt, dass du angekommen bist. Nun darfst du dich in seinen Armen ausruhen und in seine Liebe eintauchen. In Liebe der Urkraft der Schöpfung. Du spürst, wie diese gewaltige Kraft deinen Körper erfasst und jede Zelle deines Seins durchflutet und heilt. Du bist eins mit ihm. Nun kannst du ihm alle Fragen, die dich beschäftigen, stellen. Und er legt dir die Antworten ins Herz. Genieße diese paradiesische Zeit mit ihm. Christus deutet dir an, dass er dich segnen möchte. Er legt seine Hände über dich und du fühlst erneut eine starke Lichtkraft, die dich wie ein liebevoller, warmer Wasserfall vom Kopf bis zu den Füßen durchströmt. Christus berührt dabei geistig dein Herz und du siehst auf einmal, dass dein eigenes Herz, genau wie das Herz Christi, goldene Leuchtkraft entfaltet. Sein Heilstrom zündet das Licht in deinem Herzen an und es fließt und fließt unentwegt durch deinen Körper in die Welt hinaus.
Jetzt seid ihr sichtbar durch dieses goldene Licht verbunden. Für die Ewigkeit. Du weißt, dass die göttliche Liebe jetzt in deinem Herzen eingezogen ist. Du bist angekommen. Die Heilung ist geschehen. Du weißt, welches Wunder jetzt in dir ruht. Christus legt zum Abschied einen Schatz der Weisheit in dein Herz. Du bist vereint mit mir in deinem Herzen. Geist ist eins mit mir, dem Heiler. Meine Heilungskraft fließt durch deinen Körper und manifestiert sich ständig in dir. Du bist eins mit mir, mit dem heilenden Weinstock. Du bist vereint mit mir, dem heilenden Christus. Du hast mein Leben und meine Gesundheit in dir. Ich teile mein Leben mit dir und du teilst dein Leben mit mir. Meinen Frieden hinterlasse ich dir. Vater und ich sind eins. Ich und du sind auch eins. Vater, dein Wille geschehe.
bedanke dich für dieses göttliche Geschenk und verneige dich vor ihm, dem Herrn der Erde. Wisse, dass du ihn in jedem Moment spüren kannst und er immer bereit ist, dir zu helfen. Nicht ich, der Christus in mir wirke. Eine neue Zeit beginnt jetzt für dich. Du bist auf allen Ebenen erneuert. Er ist für immer in dir und du bist in ihm. Er ist die Quelle des Seins und dein größter Freund. Er ist die Liebe. Du bist die Liebe. Nun komme langsam voller Dankbarkeit in das Jetzt zurück. Spüre dich wieder im Körper. Beobachte deinen ruhigen Atem. Dein Herz ist voller Liebe und du fühlst den goldenen Samen des Christus in dir. Du bist eins mit ihm, der göttlichen Quelle. Christus in mir, ich liebe dich.
Dein Wille geschehe. Kadosh, Kadosh, Kadosh. So sei es.